Hier ruht mein Mann Ethan. Ach, Ethan. Lebe mein Leben frei und selbstbestimmt, wie ich es dir versprochen habe. Ich kümmere mich um Elena und treibe dabei meine eigene Forschung voran. Kürzlich las ich von alten Ruinen, die mein Interesse weckten. Sie liegen auf der Insel der Wildlinge, weit entfernt am Rand der Welt. Ich hoffe, ich kann sie einmal mit eigenen Augen sehen. Larissa, ich habe ein paar Blumen mitgebracht. Oh, wie schön. Das wird mein Mann sicher freuen. Ich weiß, was du wirklich willst. Du willst durch die Welt reisen und vielerlei Orte erforschen. Und ich bin schuld, dass du das nicht kannst, oder? Was sagst du denn da? Das stimmt doch nicht. Du tust wirklich alles, damit ich glücklich bin, und dafür bin ich dir überaus dankbar. Aber ich bestehe darauf, dass du gehst. Mach dir um mich keine Sorgen. Die Magd und ich werden uns gut um das Haus kümmern. Vielen Dank, Elena. Ich glaube, ich werde dein nettes Angebot annehmen. Aber erst brauche ich eine Begleitung. Bin schon da. Die Nebengeschichte Clarissas Weiter Weg haben wir soeben begonnen. Und zwar, erstmal müssen wir sie beklauen. Belebende Nuss, danke. Oswalds ehemalige Assistentin. Trotz ihres damenhaften Auftretens scheut sie sich nicht davor zu sagen, was gesagt werden muss. Und auch in Streitgesprächen schon so manchen Gelehrten zum Weinen gebracht. Ihr verstorbener Ehemann war der Einzige, der ihr Zugeständnisse abbringen konnte und wird auf absehbarer Zeit auch der Einzige bleiben. Glaube, ich werde Elenas nettes Angebot annehmen. Es war mir schon immer mein Wunsch, die fernen Insel der Wildlinge zu besuchen. Aber erst brauche ich eine Begleitung. Da sind wir schon. So, die nehmen wir mit, die gute Frau. Komm, mein verlorenes Lämmlein. Eine kleine Forschungsreise, warum nicht? So, sie würde gerne also das Wildlingsdorf erkundigen. Und zwar hier. Ist es? Ne? Genau. Und hier sind zwei, einmal das ist der Altar hier, einmal die versunkene Ruine und einmal die Gräber der wilden Hüter. Müssen wir mal gucken, was genau sie haben möchte. Oder wo genau sie hin möchte, ne? Gucken wir mal. Ah, Futter dabei. Die Hälfte, die Hälfte. Das soll alles sein? Hast du auch richtig gezählt? Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja, die Hälfte, die Hälfte. Dann entschuldige bitte. Hier, nimm mehr. Ihr habt doch immer großen Hunger, oder? Mehr nehmen? Ja. Danke, danke. Nett. Sehr nett. Da ist die gute Clarissa. Das sind wir natürlich schuldig, Freunde. Sie hat so viel für uns getan und für unsere Tochter, also für Elena. Das ziehen wir jetzt hier durch. Wir bringen sie dahin, wo sie hin möchte, um ihren Frieden zu finden. Wildlinge und so viele davon. Dann war die Schrift also wirklich kein Märchen. Oh, da haben wir ja einen ungewöhnlichen Gast. Nanu, kann das sein? Bist du es, Cousin? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, Clarissa. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns zuletzt bei der Untersuchung dieser riesigen Grube gesehen. Oh, das weckt Erinnerungen. Da waren wir noch Studenten.
Und es war dein ökonomisches Wissen, das uns damals über Wasser hielt. Wie ist es dir seitdem ergangen? Nun, ich wollte mein Wissen schon immer dazu nutzen, Politik zu machen, Menschen anzuführen. Also zog ich auf diese Insel und gründete mein eigenes Dorf. Was du nicht sagst, dein Ehrgeiz hat die Jahre also gut überdauert, wie? Aber es muss noch mehr passiert sein. Schließlich lebst du mit den anderen Inselbewohnern in Frieden und Eintracht. Naja, dazu haben wir auch einen großen Teil dazu beigetragen. Die Corsair, die ich kenne, hätte sie sofort vertrieben. Die Zeit kann alles ändern, auch uns. Wie sieht es bei dir aus? Ich erforsche weiterhin die siebte Quelle. Doch die Wildlinge interessieren mich auch, weshalb ich mich in den Ruinen hier umsehen möchte. Ach wirklich, faszinierend. Wie wäre es, wenn wir uns nochmal zusammentun, so wie in den guten alten Zeiten? Ich könnte sicher viel von deiner Herangehensweise lernen. Ah, das klingt nach einem schönen kleinen Abenteuer. Da wären wir, die Ruinen. Da kommt mein Forscherblut so richtig in Wallung. Eine Frage hätte ich allerdings. Welcher Zusammenhang soll zwischen den Wildlingen und der siebten Quelle bestehen? Nun, weißt du, einst soll ein Magier ein Ritual durchgeführt haben, um die Macht der siebten Quelle zu erlangen. Und erst das soll die Menschen hier zu Wildling gemacht haben. So stand es jedenfalls in der Schrift, die ich gefunden habe. Oh, was genau hat dieser Magier denn mit den Menschen gemacht? Um das herauszufinden, bin ich hier. Zu einem gewissen Zeitpunkt sollen alle Kämpfe auf dieser Insel versiegt sein. Das war sicher, als das Ritual stattfand. Hast du eine Ahnung, was die Ursache für die Kämpfe gewesen sein könnte? Gier, das Verlangen nach dem Besitz der anderen. Da könntest du richtig liegen. In diesem Fall wären die Kämpfe womöglich versiegt, weil die Menschen diese Gier verloren. Anders gesagt, womöglich hat dieser Magier die Gier der Menschen gesammelt, um die siebte Quelle zu erzeugen. Gier ist eine mächtige Kraft, da könnte etwas dran sein. Aber man könnte es auch anders betrachten. Vielleicht hat der Magier die Gier entfernt, um eine andere versteckte Macht hervorzulocken. Wie soll ich das verstehen? Als wir anfingen, diese Insel zu besiedeln, haben die Wildlinge ihr Land mit uns geteilt. Doch es verlangte mich nach mehr und ich versuchte, sie zu vertreiben. Wenn ich so zurückdenke, dann... Ja, ich glaube, dass sich etwas Finsteres in mein Herz gefressen hat. Und dennoch bekämpften die Wildlinge uns nicht. Im Gegenteil, sie versuchten sogar, uns zu beschützen. Da erkannte ich meinen Irrtum und schwor fortan, in Frieden mit ihnen zu leben. In diesem Moment spürte ich, wie eine warme Kraft in mir anschwoll. Könnte das nicht die siebte Quelle gewesen sein? Wie immer sind deine Gedankengänge faszinierend. Ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Unser Ausflug hat mich weitergebracht. Erinnerst du dich noch an unseren Streit dereinst? Ich versuchte, ein Rätsel zu lösen, welches mir eine schöne Summe Geld eingebracht hätte. Und du hast deinen Tee über meine Arbeit verschüttet. Haha, wie könnte ich das vergessen? Unser Streit hat mir etwas vor Augen geführt. Und zwar, dass mir das Geld völlig egal war. Mir machte einfach die Arbeit Spaß. Als ich das bemerkte, sah ich auf einmal ganz klar und fand die Lösung des Rätsels.
Was ich damit sagen möchte, wir nehmen oft viel zu viel auf uns. Und womöglich hält uns das am Ende davon ab, unsere Ziele zu erreichen. Da könntest du recht haben. Aber lassen wir das. Wäre es sehr gierig von mir, dich zur Feier unseres Wiedersehens auf einen Tee einzuladen? Ach, Corsair. Natürlich nicht, es wäre einfach nur nett. Wie schön, dann verschieben wir unseren Diskurs doch auf ein anderes Mal. Oh, das war's schon, Freunde. 9000 Silberblätter und bewährter Kampfstock. Sehr schön. Die Geschichte haben wir somit erfolgreich absolviert. Oh, Freunde. Nice. Verringert selten die elementare Verteidigung des Ziels. Wow, schöner Speer. Oh ja, der ist richtig gut. Den benutzen wir natürlich.